Hallo, liebe Kickbase Manager. Kickbase ist wieder am Start. Heute habe ich ein ganz spezielles Format für euch, und zwar habe ich mich mit mehreren Fußballspielern in Kontakt gesetzt, und damit ich euch ein neues Format bieten kann, generell einfach YouTube ein neues Format bieten kann, das so noch niemand gemacht hat, noch niemand gebracht hat. Und zwar habe ich mehrere Fußballprofis, wie schon gesagt, gefragt, ob sie uns einen Einblick in deren Kickbase-Team geben oder beziehungsweise auch in die Tabelle der gesamten Liga. Und der erste Spieler, der erste Profi, der sich bei mir gemeldet hat, beziehungsweise mir geantwortet hat, ist Christian Matenia. Jetzt werde ich euch einen kleinen Einblick in seine Karriere geben, falls es jemanden da draußen gibt, der ihn nicht kennt. Also zuallererst, Matenia begann seine Karriere beim VfL Frei-Weinheim, ein Stadtteilverein von Ingelheim am Rhein. Allerdings hat er seinen ersten Profivertrag beim Mainz 05 unterschrieben, in dem er Stammtorhüter in der U23 war. Allerdings mit der Verpflichtung von Loris Karius kam er auf nicht viele Einsätze in der ersten Mannschaft. Zur Saison 2014 bzw. 2015 wechselte Matenia zum Zweitligaaufsteiger SV Darmstadt, mit dem er am Saisonende als Tabellenzweiter in die Bundesliga aufstieg und auch als einziger Spieler alle 34 Zweitligaspiele, alle 34 Pflichtspiele über 90 Minuten bestritt. Eine weitere Saison ist er dann in der ersten Bundesliga mit dem SV Darmstadt angegangen. Als er dann 2016 bzw. 2017 zum Hamburger SV wechselte, in dem Jahr sind sie dann auch abgestiegen. Nee, Entschuldigung, kurzer Fehler. Sie sind in der darauffolgenden Saison abgestiegen, sprich 2017, 18. In der Rückrunde von der Saison hat er dann auch seinen Stammplatz abgeben müssen an Pollersberg damals. Und wechselte daraufhin zur Saison 2018-19 zum 1. FC Nürnberg, wo er bis heute auch Stammspieler ist. Also, wie schon im Intro erwähnt, Christian Matenia hat mir auf einer sehr netten Art und Weise auch sehr zeitnah geantwortet. Bisschen mehr als eine Stunde habe ich auf seine Antwort gewartet, was sehr, sehr nett von ihm ist. Und hat dazu auch geschrieben: Naja, mein Team ist nichts Besonderes. Mit ein paar Lachsmilies. An der Stelle habe ich dann zurückgeschrieben, ist zwar nichts Besonderes, vielleicht, aber ist ein sehr solides Team. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich wollte euch nicht einfach direkt das Team zeigen, wollte euch einen kleinen Überblick über den Spieler geben, falls ihr ihn noch nicht kanntet. Und dann können wir jetzt gleich einen Einblick auch auf die gesamte Tabelle werfen. Also ich gehe stark davon aus, dass es die Liga des gesamten Vereins ist, sprich vom 1. FC Nürnberg. Wie man sehen kann, er belegt zurzeit den achten Platz. Entschuldigung, nicht den achten Platz, den siebten Platz. Gleicher Name, sorry. Jetzt kann man anhand dieser Tabelle nicht genau erkennen, wie viele Spieler noch in der Liga sind. Da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wollte ich ihn jetzt nicht nerven damit. Aber ja, wie wir sehen können, sehr wahrscheinlich die Tabelle des 1. FC Nürnbergs, beziehungsweise von den Spielern, die Kickbase aktiv spielen. Und da belegt er den siebten Platz. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weitere solcher Videos zu bringen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Ihr wisst, wie es läuft. Und bis dahin, ciao, ciao.